hier haben wir noch ein Gebiet nicht erkundet. Gehen wir mal dahin. Außerdem sind wir kurz davor hier. Ja, okay, kurz davor noch 350 Punkte. Kriegen wir knapp 4 Paragon-Punkte. Das klingt doch nicht schlecht. Vergessene Stadt Ure. Zum das mal wirklich hier dieses kleine Gebiet neu aufgedeckt haben. Wo ist denn eine Stadt? Ich habe bisher vergessen. Wir haben sie vergessen fertig zu bauen. War. Na gut. Was ist das denn hier? Die entweiten allen. Verlorenes Vermächtnis. Das ist eine Dungeon. Gehen wir mal zu diesem perversen Dungeon. Was habe ich letztes Mal angenommen, diese Quest? Und dann sind wir jetzt ins Albtraum Dungeon reingegangen. Ja. Ja, Ladebildschirm. Magier ist ein so ein Platzschwert. Das Böse hier ist robust. Irgendwie das Böse. Und doch sind die Hallen ruhig. Muss helfen. Böses ist im Busch. Ich sehe das da, dieser Gestank, dieser stinkende Gestank, der stinkt. Die Sache stinkt. Hm. Ja, wo bleibst du? Du warst sogar draußen. Ja, da bist du ja. Ich habe schon gewisse Sachen kaputt gemacht. Nein! Du musst deine Zerstörungswut unter Kontrolle kriegen. Karthas. Dieser Name ist mir unbekannt. Ich hörte, dass Sankekur besiegt wurde. Doch was danach passiert, oh Gott, was machst du da gerade? Wir mögen Mephistos Verderbnis. Ich mache überhaupt nichts. Okay. Wir werden unsere Pflicht nicht vergessen. Selbst im Tode schützen wir Sankekurs Leichnam. Zerstörte Teppich. Die waren einst wunderschön. In diesen Mauern schlummert Hingabe. Wie konnte ein derart heiliger Ort dem Bösen verfallen? Das waren Paladine. Sie gingen aufeinander los. Ich bin kein Ketzer. Ich habe nie an euren Gott geglaubt. Das ist die perfekte Auswahl. Warum bewegt sich denn der Schatten von dir, wenn ich
Da war die auch so. Ja. Lauf mal um mich herum so. Bewegt sich mein Schatten irgendwie anders? Ja, er bewegt sich. Kommt von dir irgendwie Licht oder was? Ja, ich bin das Licht. Ich bin der Lichtkönig. Mephistos Verderbnis befällt sie selbst im Tod. Blut tropft von dieser Klinge. Ich bin blind, nicht taub. Kürzlich entstanden. Hass hat ihre Seelen vergiftet. Wem redest du da, Daniel? Ritual, das dieses Übel läutet. Mit seiner Kollegin hier, hier reingegangen ist. Das Licht deswegen hergeführt. Ich kann die nicht sehen. Alles klar. Und einen passenden Ort für das Ritual finden. Nur dann werden die Geister dieser Gefangenen. Ja, die Teppiche hier gerade bewundert. Also. Meine Klinge zittert vor Erwartung. Die zittert vor Erwartung. Auf und davon. Ah. Was ist? Hallo, nee. Ist versiegelt. Ach Mann. Ich muss warten. Boah, nee. Ihr seid nicht gewachsen. Ja, wir sind total im Auftrag des Lichts. Ja. Ich muss warten. Ich glaube, jemand eher die Gegner da, ne? Sonic Boom. Aber ein Schutz heilig, cool. Das war gerade legendäres, war gut im legendären. Müssen wir erst Level 70 erreichen. Warum geht diese Stadt heute kaputt? Zu spät gehauen. Oh nein. Hopp. Ich gehe einfach durch diese Wand. Aber oh, ich bin eingefroren. Verdammt. Ist der alte Gewinn. Klar. Aber lass auch nicht so viel auf einmal fallen hier. Er spürte seine Verwandlung,
weigerte sich jedoch, andere zu gefährden. Um ehrlich zu sein, spüre ich selbst jetzt Mephistos Einfluss, ihm so lange widerstanden zu haben. Ah. Was ist los? Also, was gefunden? Sind mit dir am Reden? Ich rede mit niemandem. Irgendwie soll ja noch was passieren, aber irgendwie passiert hier gerade nichts. Ich fliehe nicht, dass ich nur einsehe, sehe meine Klinge düstet nach Blut, sie soll nicht reinfinden. Okay, warum habe ich dann den warum habe ich dann einen Kopf von jemandem in meinen Quest im Inventar? Oh. Habe ich den mir so als Snack eingepackt oder was? Ja. Da liegt eine Glyphe. Was? Boah. Da haben wir so unterschiedliche Inventare, ey. Weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind, Daniel. Bei mir werden die ganze Zeit so Pferdegeschirr hinterlassen. Du kommst Glyphen, ja. Ich werde die Pferde alle gleichzeitig aktivieren. Das war Level 60. Oh nein, ich habe solche Angst. Ich hab nichts tun da. Every day is fun to have. Verdauf. So, Alter, wie viel Tränke. Hätte sie beschützen sollen. Ihr Gott geschehen, Dunkelheit. Nein, jetzt ist nicht die Zeit zu wanken. Wir müssen Erfolg haben, um ihnen den Frieden zu geben, den sie verdienen. Wir müssen sie noch weiter töten. Noch härter töten. So für die goldenen Sachen. Wow. Geil. Okay, die Hälfte von denen ist auf dich losgegangen. Da kommen sie. Okay, was ist denn dieser Effekt? Oh, Name für Staubteufel. Okay.
So, machen wir meinen Boss hier platt, nehme ich an. Spürt ihr es? Der Hass verweilt hier wie Rauch. Ich spüre irgendwas Warmes. Hier müssen wir das Ritual durchführen. Platziert hier die verfluchten Klingen. Spüren Sie schon das, was du spüren, Mr. Krebs? Los, Igor, leg den Schalter um. Ich bin bereit, mit dem Rekord zu beginnen. Ich vertraue darauf, dass ihr nicht... Alle! Ja, ich bringe ihn in den Frieden. Nimm Frieden, Karkas. Nein, ich will nicht mehr greifen. Ich muss ja auch noch Frieden gehen. Ich war da, als Sanke Kopf. Tagebuch. Eilig, her damit. Nicht abgeschickter Brief. Tagebuch. Selbst heute, wenn ich an diesen ich will auch hoch. Denke, oh, dieser Ring ist so geil. Ich bin nicht sicher, ob die Wut, die ich verspüre, von ihm stammt. Oder von ich kann mir gar nicht vorstellen, wie episch der ist. Das beeinträchtigt meinen Glauben. Wut? Die Geister scheinen befreit worden zu sein. Ja. Das glaube ich. Die Paladine haben endlich ihren Frieden gefunden. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Das Licht erstrahlt in mir. Ja, wir haben den voll Licht gebracht. Ich muss nach Zabinzett zurückkehren. Ich muss den anderen Zakarum von Karthas und den Paladinen erzählen, die ihr Leben ließen, um Mephistos Verderbnis einzudämmen. Möge das Licht euch den Weg weisen. Man hat draußen gesehen, da sieht es ziemlich dunkel aus, ey. Ja, geht. Katars gesegneter Hammer. Einzigartig. Nein, nicht einzigartig. Ich meinte den Charakter da. Ein Druidenhammer. Okay. Das ist selten. Cool. Was kann man denn noch hier machen? Noch so viele Sachen. Wie ist er denn hier? Final Dungeon Level 70. Das sieht so aus, als könnten wir noch eine Quest abgeben. Sprech mit Tungal in Cat Badur. Das Leben haben wir bestimmt schon mal erledigt. Und wenn nicht, dann werden wir es jetzt tun. Er hat aber bestimmt ein paar Quests für uns. Ich muss mich zum Daniel porten, schnell, bevor er... Ich stelle mir die Belohnung ganz alleine zu. Oh, nein. So, warte mal, der Juwelenschmied. Könnt ihr mir etwas über die Geode erzählen, die ich in Harvisa gefunden habe? So etwas habe ich eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wie ich höre, muss eine bestimmte Säurepaste benutzt werden, um die Edelsteine sauber herauszubekommen. Bitte erklärt mir das. Ich fürchte, das ist alles. Das verstehe ich nicht. Ihr solltet Mislan in Zabinzett aufsuchen, um die Paste zu besorgen. Ich bin sicher, er hätte nichts dagegen, irgendwie in Charakter an Bank benutzt, um sie aufzutragen. Der Vorgang ist ungefährlich und einfach. Ich wünsche euch alles Glück. Ich danke euch.
Ich verstehe das nicht. Nein, die Batterie, nein! Mann, nee. Nichts gegeben. Das heißt, wir sind da noch nicht fertig, Mann. So, einige Sachen ja abgeben. Weil wir noch so viele Dinge ja nicht erledigt haben. Na gut, wo sind wir auf der Karte? Da. So, was sag ich, dieser Höllenflut gibt es jetzt gar nicht mehr. Sind ja nun, weiß ich, fahren immer auf. Weil er gerade zufällig zur richtigen Zeit gespielt. Ja, ich mal sagen, ne? Nicht, solange ich in der Stadt bin. Oh, nichts zum Wiederverwerten. Kommt wieder, wenn ihr die Schmiede braucht. Ihr wollt doch Blut sehen, was? Ja, ich möchte Blut sehen. Ja, nur her damit. Ich habe dich gefunden, Daniel. Ich habe dich gefunden. Genau, da bist du. Okay, irgendwie verstehe ich diese legendäre Axt nicht. Die nur 37 Schaden macht. Die hat keine Levelanforderungen. So. Vielleicht ist das irgendwie der Catch irgendwie so. Weiterentwickeln. Schlage ihm ein. Da rein. Du auch und du auch. Nein, du nicht, verdammt. Raus. In die Kiste. So. Oh, da müssen wir kaufen. Säurepaste. Jetzt können wir Edelsteine verarbeiten. Ja, dann geh mal hier hin und kauf hier Säurepaste für 10 Gold. Löffel hab ich nicht. Es ist getan. Und abgeschossen. Oh, so viele Edelsteine. Oh. Ich hab nix. Gekriegt wird. Na, jetzt muss ich ja mit der Kiste hier reden, glaube ich. Also. Ja. Dann kriegst du eine Kiste mit Edelstein und eine Waffe. Yay. Die brauchen wir unbedingt. Na, was ist da noch? Hm, auf düsteren Pfaden. Okay. Just a little farther than the wind. Sind
Geschicklichkeit. Was? Ach, machst du ein Paragon, oder? Muss schon sagen. So, Lilith schreien, Geschicklichkeit. Sehe wieder irgendwie, weiß ich, Sachen entdecken vor mir. Kannst du ja zum Ehen teleportieren, glaube ich. Sag ich noch einen Weg hier. Dann fahre ich sofort. Nein, ich bin gerade hier mitten im Nichts. Nein, ich habe mich verirrt. Ich düse, ich renne. Ich huste und puste. Ich brauche mehr Zeit. Na, habe ich denn da alles für? Heute mal auf, vielleicht finde ich aber schön. Wenn ich wüsste, wo die eine feste Nummer war. Ja, wo ich den Löwenstein gefunden habe. Verleiht mir die Kraft, Tibolt, um diese Prüfung zu bestehen. Ja, ich bin schon mal da. Was sagt denn hier? Ich muss mich nicht vor der Dunkelheit fürchten. Ich muss mich nicht vor der Dunkelheit fürchten. Du musst dich wieder, einen Moment. Du musst dich von der Dunkelheit fürchten. Ich fürchte keine Dämonen. Ich komme gleich wieder. Ja. Oh nein. Ein Kampf ist ausgebrochen. Na gut, dann warte ich hier. So, hier stand gerade einer, der durchgedreht ist. Ja, mein Name ist. Ich fürchte keine Dämonen. Also, ja, schau wieder. I'm afraid of no ghosts. Ja. Genau. So, und da bin ich stehen geblieben. Irgendwo hier ist er hingelaufen. Jo, was geht? Warum hat er mich angegriffen? Wir wurden gefoltert, gequält, wochenlang. Sieht etwa aus wie jemand, der es sich lohnt anzugreifen. Albträume über uns gebracht hat. Das Böse. Das Böse. Dieser Mann, war er ein Schwertkämpfer mit einem Begleiter? Böse. Sein Begleiter sah besser aus. Strahlen. Sie gingen vertraut miteinander um. Doch der Schwertkämpfer hasste Fremde. In seinem Schlaf murmelte er von schrecklichen Dingen. Bin ich dieser Schwertkämpfer? Dem Ende. Dämonen. Ich habe ihn danach gefragt. Ich werde niemals sein Gesicht. Das sage ich auch. Das sage ich auch, während ich schlafe. Dämonisch. Das Ende. Untergang. Verzweiflung. Simon gehört in eine Bibliothek. Daniel, du bist kein Schwertkämpfer. Doch bin ich. Ich habe zwei. Nein, ich habe sogar drei. Dann mach dich nicht zu einem Schwertkämpfer, ey. Ich bin Lorena Zorro. Ich habe drei Schwertkämpfer. Ich habe drei Schwerte. Und ein Knüppel. Da ist die Tunika des Schreiters. Simon wollte uns überreden, mitzukommen. Was? Er sagte, dass sie heiliges und... Warum müssen wir jetzt abwechselnd mit den komischen Pissern hier reden? Ich habe ihm nicht geglaubt und versucht... Simon sagt, halt die Klappe. Er hat es ignoriert. Er meinte, wenn wir unsere Meinung ändern, sind sie gen Osten unterwegs. Zu einem unterirdischen Lager, das von Stoßzähnen in den Sümpfen markiert wird. Der andere... Ihr solltet ihn kennen. Elias. 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 Oh,
Oh, die Rückkehr von Elias? Wird vertagt. Irgendwie werden die Quests nicht weniger. Wir haben immer noch 12 von 20. Eine Überraschung. Wie geht denn das? Boah. Na gut. Genau. Ich wollte ja nicht. Habe ich überhaupt gerade schon geguckt? Nein. Warte mal, ich sammle die ganze Zeit hier Edelsteine. Wo sind denn die? Leute, ich tue die ganze Zeit hier so Edelsteine einsammeln. Oh, die einzusammeln, Daniel. Was ist das? Was ist das hier? Fürs dann verwertet in 14 Minuten. Müssen wir mal zugreifen. Wo ist hier? Arco, hilf uns. Was ist das? Erklär es uns. Seht. Oh, der eine sieht schon wieder irgendwas. Seht die Vögel. Die müssen hier wieder töten und Sachen einsammeln. Hab ich auch was, aber in der Schlange. Nee, kommen wir noch 100? Ja, ich glaube, wir das schaffen rechtzeitig. Nee. 22, okay. Jetzt ja. Haut ab. Na, dann mal weiter. Wir suchen diesen Schwertkämpfer auf, wo wir gerade geredet haben. Um sie zum Duell herausfordern, um der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Okay. Das ist zwar weder unser Ziel noch irgendwie. Und du? Du willst der König der Piraten werden. Genau. Oh. Ich hau und hau und die AP gehen nicht runter. So, findet ihr von Riesenstoß 10 markierte Zuflucht. Doppelt und dreifach, ey. Meine Skelette schießen auch, ey. Ich muss machen.
Ein heiliges Jagdmesser. Ich bin noch nicht bereit. Dampfelschrei Ich bin noch nicht bereit. Wo ist denn das? Gefunden. Ja. Also vor dir. Ja. Aha, gefunden. Das ist ein Keller oder was? Das war ein Zeichen von Dungeon. Oh nein! Na, kann sein. Hat mehr was von dem Keller, wenn nicht. Ja, ist auch. Ja. Hinweis. Keine Spur von Simon oder Elias. Hier. Hier. Was? Was? Hier. Sprecht hier rein in die Hörmuscheln. Ächzende Leiche. Es ist lange her. Lange her. Ich glaube, die Quest hätten wir machen sollen, bevor Elias tot war. Ihm gefolgt. Ach, wart. Das ist sein. Gejagt. Das ist seine Rückkehr hier. Kann euch alten Zauber zeigen. Mein Kopf nehmt ihn. Ja, ich hab so Hunger. Wird sich wehren. Ich hab schon mal in meinem Inventar. Vorsicht. Ja, lass uns aber deinen Kopf nehmen, Kollege. Oh, ich sterbe. Auf Boden. Verteilt drei Kerzen auf Boden. Ich habe keine Kerzen. Ich packe den in meine linken Hosentasche. Seid bereit. Dämon oder so. Ach, nur hat schon 1 Million Mal passiert. Das heißt doch nicht, dass das jetzt auch schon wieder passiert. Hat er gesagt, Pisser? Hat er gesagt, Dreckspisser? Verfolgt ihr mich? Was wollt ihr erreichen? Euer Ende, Elias. Denn ihr hantiert mit Mächten, die ihr nicht versteht. Eure Arroganz führt zu unser aller Untergang. Und ich werde nach den Wünschen meines Meisters handeln. Ratma ignorierte Sanctuario, sowohl im Leben als auch im Tod. Ich würde es retten. Ihr werdet Verderben bringen. Ich bringe euer Verderben. Elias, seid ihr noch? Akkarat, was ist passiert? Ein Assassine. Ich hatte euch gewarnt, dass unsere Reise schwierig wird. Kommt, wir müssen jetzt aufbrechen, wenn wir hinter Pfuhl bei Tageslicht erreichen wollen.
das Blut, das in meinem Gesicht klebt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Also seid auf mich zugekommen. Ich hatte keine Wahl. Dann werde ich es auch tun. Das hört gar nicht auf. So viele Elixiere. Nein, ich habe das eingesammelt. Was haben wir denn hier noch? Mal irgendeine Ab. Haben wir irgendeinen Albtraum-Dungeon irgendwo noch aktiviert gehabt? Nee, ne? Wir hatten keine aktiviert, aber ich habe noch welche, die wir aktivieren können. Ja, ich auch. Ah, da ist ein Goblin. Schatzgoblin. Komm her. Der hat sich verpisst. Was? Nein. Ich habe einmal den aktiviert. Ich bin noch nicht bereit. Ja, der hat sich in der Portal geöffnet und hat sich verpisst. Ja, das, na, damit hauen die ab, nehme ich an. Ja, ja. Aber sehen, ich habe. Wollen wir mal eins auf Stufe 2 probieren? Hast du irgendeins auf Stufe 2? Warte mal, wo sind die denn überhaupt, die Dinger, wo habe ich die, Was ist das Atom-Siegel Stufe 1, Stufe 2? In der dritten Leiste ist das irgendwo, glaube ich. Ne, in der zweiten. Ich habe schon gefunden, die Beschwörung. Was ist das eigentlich hier? Gulender Kopf unter dem. Ich kann beim Alchemisten ver. Ich kann damit irgendeinen Gegner, mächtigen Gegner beschwören. Was? Ja, hier, ich habe so einen Kopf im Inventar. Beschwörung ist das unter dem flüsternden Baum zusammengefügt, um einen mächtigen Gegner zu beschwören. Ja, zum flüsternden Baum. Oh ja, ich habe auch. Ich habe eine bebende Hand. Ja, die habe ich auch. Oh ja, das höchste habe ich auch Stufe 3. Grabstätte der verleugneten Atom-Siegel. Das ist in Kirgistan. Weißt du, Stufe 2? Stufe 3. Ja, machen wir mal. Versuchen wir mal. Kann auch erst Stufe 2 machen, dann, wenn du dich nicht sicher fühlst. Ja, lass mal Stufe 2. Willst du einen aktivieren oder soll ich? Nee, war ich. Hab, glaube ich, auch Stufe 2. Ist eigentlich egal, wer aktiviert, ne? Da werden wir verschiedene, ne? Ich hab. Was ist denn deine Stufe? Ich hab verbotene Stadt Albtraum-Siegel. Ich hab mehrere. Okay, so viel habe ich nicht. Grabstätte der verleugneten Albtraum-Siegel. Ja, das habe ich auf Stufe. Warte mal. Das habe ich auf Stufe 3. Ja, ich habe auf Stufe 2. Okay. Die Lichtwacht, Albtraum-Siegel. Lichtwacht haben wir da, glaube ich, gemacht. Letztens. Aber ich weiß das nicht. Die Lichtwache habe ich auf Stufe 1. Ja, ich habe auch einige. Ich habe viele auf Stufe 1 hier. Ich habe gar nicht so viele. Ich habe nur. Ja, lass mich mal einen aktivieren. So. Jetzt, drei Stück habe ich nur. Ich habe 1, 2, 3, 5, 6. Ich habe 7 Stück, glaube ich. Lass mich einen aktivieren. Grabstätte der verleugneten Albtraum-Siegel. Soll ich das mal machen? Stufe 2. Ja, ich habe Stufe 3. Mach du da mal. Also, Stufe 2. Soll ich das machen? Ja, mach du mal. Okay. Ich sag nur, ich habe das auf einer höheren Stufe, das Ding. Ihr habt noch keinen Zugang zu Grabstätte der Verleugnung. Okay, so viel dazu. Warst du noch auf Stufe 2? Verbotene Stadt Albtraum-Siegel. Ja, versuch das mal. Das sind wir noch nicht entdeckt, da müssen wir halt finden. Stehe nicht. So. Hier ist das. Ich kann mal direkt hinreisen. Ich bin schon da. Ja, was? Okay, wie macht man das? Das ist ein Geheimnis dann. Das kann nur der Weg ist. Ja, da, du kannst auf der, das wird auf der Karte angezeigt, das Ding. Das war am Blinken und dann habe ich geklickt. Ja, wie kann ich mich denn zu der teleportieren? Da muss ja erstmal in die Stadt gehen.
Da ist dann an dem Wegpunkt ist dann so ein Portal. So. Du müsstest einfach nur zu irgendeinem Wegpunkt und dann ist da so ein Portal, da steht zum Vegas teleportieren oder so. Ich tu mal meine Zugbrücke. Ach so, ich wollte gerade sagen, was redet der da? Ich habe mal ein anderes Siegel da, ein andere Glyphe rein in meinen Sockel. Zum Pflag, denn zum Pfad des Blutes. Wir sind draußen. Ich bin drin. Jetzt bist du drin. Ich bin direkt hier drin gelandet. Hier sieht es ja anladend aus. Der Daniel ist auch noch angeschlagen, geil. Kommt er mit seinem Noob-Set hier rein, ey. Ja. Ich muss den Tag retten, geil. Ich sterbe bestimmt als erstes, wie immer. Stand irgendwie erhöhte Heilung, also. Die Dinger haben alle irgendwie so einen Effekt. Warte, ich meine Ultimate aktiv. Also hier kommen nicht wieder diese blöden Blasen, die wir die ganze Zeit kaputt machen müssen. War ganz schön nervig. Ich brauche mal ein paar legendäre Klamotten, ne. So. Okay, das Thema scheint Vampire zu sein. Sehr gut. Ah, es ist dunkel, was ist das? Guck mal, wie viel er kommt. Ich aktiviere die Tentakel. Boah, ich kann keine Fähigkeiten benutzen durch diese. Das lass mich heilen. Ich bin noch nicht bereit. Das macht mich wütend. Nein. Okay. Das macht schon instant mehr Spaß, ey. Das könnte Tagebucheintrag. Hast du da Tagebuch, Daniel? Ja, ja. Oh. Er hat nervt mit der. Okay, das ist schon mal jeder Thema Fähigkeiten blockiert, ne? Ja. Ich habe ein Albtraumsiegel eingesammelt. Kaserne, Albtraumsiegel. Die Kaserne. Ich bete, dass die Kathedrale bald verstärkt und Erbarmen zeigt. Du meinst so langsam hier die Level hier hoch prügeln. Stufe 3 jetzt die Kaserne. Ich werde versuchen zu entkommen. Guck mal, das jetzt, wo wir jetzt drin sind, ist Stufe 2. Ja, ja. Du meinst so langsam. Die Kaserne hatten wir, schon mal gemacht. Letzte Mal. War ja ein bisschen schwierig dann herauszufinden, was wir schon gemacht haben, was nicht. Ja, ja, irgendwie schon, aber ich weiß halt noch, weil der letzte Part, den du hochgeladen hast, so wie der vorletzte hieß so Kaserne. Ah. Ich nehme mal lieber einen Trank. Ich muss warten. So. Ich frage mich, welcher Charakter. Oh, was ist das denn da oben? Alles eh. Ich wollte gerade sagen, welcher Charakter ist das mit der Fähigkeitsblockierung, ey, das, ja. Ich nehme an, das ist der Effekt von diesem Dungeon. Oh Gott, oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Ja, ja. Hab ich ja. Okay, das ist eine Menge. Nein, ihr habt euch eingesperrt. Nein! Aus dem Weg! Ich schlag wild um mich. Ah, oh, jetzt habe ich die. Nein, 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 nein! Ich kann mich nicht bewegen! Boah, weg da! Ihr seht einen kleinen Wichser! Ich tue mich die ganze Zeit betäuben, da kann ich keinen Trank nehmen. Ja.
Nein! Die haben mich ausgesperrt! Nein, Daniel, wo bist du? Nur einer von den Dicken ist kaputt. Oh shit. Glück und Zorn. Weißt du, was ich hier gerade gesammelt habe? Blutrote Kapelle, Daniel, Traumsieg. Ja, was? Kennst du das noch, Daniel? Ja, ja. Das ist, wo ich den scheiß Kelch nicht gekriegt habe, falls du das wieder nicht sagst. Ja, da sind die ganzen Dungeons, die wir schon gemacht haben, nur halt sterben. Ja, ja, die werden halt dann zu Albtraum-Dungeons, ne? Also die werden ganz schön hochgeschraubt. Welcher sie. Ja, ist Stufe 4. Ja, irgendwann machen wir halt schon. Das macht so einen Spaß eigentlich, ey. Dieser Kampf, ich wäre ein paar Mal beinahe draufgegangen. Weil irgendwann hat mich die ganze Zeit betäubt, ey. Noch ein paar Roundpunkt. Ja, bitte. Ja, ich meine, ich betäubt halt auch die ganze Zeit. Das ist eine miese Kombination, Betäubung und hier Fähigkeiten. Ja, ja. Ja, jeder von so einem Albtraum-Dungeon, die haben irgendwie so nur so Bonus-Sachen, ja, ja, irgendwie, ne? Ja, so auch. Ja. Warte, ich hab ein paar Argon. Ich würde den gerne ausgeben. Ja, mach ruhig. Ich hab auch ein paar Argon. Du schaffst das hier schon allein zu überleben, alles klar. Gott. Ja, meine Skelette kämpfen gerade gegen irgendwas. Was? Er stand doch mal. Ich hab voll ausgeholt. Grinsen, das Labyrinth. Albtraum-Siegel. Das sagt mir zum Beispiel nichts. Glück, der Waffenmeister. Ich muss warten. Ja, das ist wieder so ein Bonus Sockel. Tödlicher Stein. Oh, alles sind kritische Treffer. Ja. Kommt her. Jetzt noch in dem Berserker-Modus. Boah, ich hab ihn gerade gewonnen schon. Wer? Irgend so ein Typ, mich so. 14.000 Schaden. Ah, hier sind zu viele. Ich muss mal. Oh, du deutlich, du. Wann das überhaupt für ein Bonus da? Besser mehr kritische Treffer, glaube ich. Also, okay. Ich bin einfach so ein Typ hingegangen, ab dem gewonnen hat. Nein, oder angefangen. Ich habe ja einen so einen dicken Schlag. So ein Ding, das sind die Dinger, verfolgen uns die ganze Zeit. So, hier gehen wir wieder zurück. So, müssen die ganze Zeit so wütende Geister töten. Haben wir noch keinen gefunden. Seid ihr das? Pass auf, Daniel, das ist die Elite, wo? Die Elite Kämpfer, meine ich. War ich doch gleich wütend. Gott. Also zwei von denen. Ja, ja, der eine ist hinter dir gerade gespawnt, der ist wieder reingegangen. Oh Gott, oh Gott. Was hat der Bullet Hell? Wer hat das gesagt? Seid ihr im Bullet Hell Spiel? Wo so Kohlen ausweichen muss. Ich hab immer nicht verstanden. Was findest du denn? Bullet Hell Spiel? Bullet Hell, das ist so ein. Also. Das ist ein Genre vom Videospiel. Okay, sagt mir nichts.
wo Schüsse ausweichen muss und so. Hier, wie heißt das? Okay. Space Invader ist, glaube ich. Okay, okay. Oh, noch ein Albtraum-Siegel. Glockenturm von Sakara. Ich habe die blutrote Kapelle bekommen. Das ist Stufe 2, okay. Mein Gott, ey, wie viele Leichen da sind, ey. Ah, da sind eine Menge Gegner voraus. Ja, hier. Sieht aus, als würde ich mir so mit so einem B müssen irgendwie so Staub irgendwie vor mir hinwedeln. Alles klar. Oh nein, Staub. Nein, daneben. Ah, oh, da ist ein Zauberstab, heilig legendär. Mein Gott. Wie kann ich nur auch solche Sachen bekommen? Nein. Ich sehe nur Heilige. Terrorkolben, Todeskolben. Alter, was liegt denn da alles für die gestörte Scheiße? Fucking hell, ey. Guck da rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ein Fest mal dann hier, was da alles liegt, ich bin fucking, ja. Fuck. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle. Inferno Albtraum-Siegel. Ah, das ist ein, das ist eine Glyphe, verstärken. Na, mein Inventar tut sich auch voll auffüllen. Mit diesen Siegeln. Boah, was ist das? Hier ist ein Ereignis. Irgendwas. Nein, geh auf den los. Nein. Diese blöden Dinger, die verfolgen uns die ganze Zeit. Wenn die uns treffen, dann. Hier. Müssen wir die leuchtenden Kollegen erledigen? Okay. Okay.
Ayo, geil. Ich bin noch nicht bereit. Gut, ich allein in den Kampf. Fegen, fegen. Ah. Okay, jetzt schon wieder. Oh Gott, ich sehe gerade, wie viele rote Punkte da auf der Karte sind. Ich hab grad mal ein Ultimate aktiviert. Haha, sind da viele! Ja. Ich hab die alle gerade zusammengezogen mit meinen Attacken. Guck mal, wie die da auf einen Jumpen hängen. Ich war da auch. Diese lieber nochmal zusammen. Sind das viele, ey. Schon wieder die Kaserne, ey. Na, ich sehe aber, wir müssen alle erledigen. Alle Gegner. Das ist irgendwie sehr Standardthema, finde ich nicht auch. Das waren richtig viele, oder? Ja. Nein, ich wollte nicht die billige Achse einsammeln. Nein! Der war schon was. Ah, da hat er hier liegen direkt. Goldene Sachen, alles für den Daniel. Eine Tür wurde entsiegelt. Geh weg, du blödes Stück. Hab ich so verfolgen an. Meinst du die Blasen? Ja, ja. Ich würde schon sagen, wir sind redet der Daniel. Geh weg, du blödes Stück. Verfolgen mich. Ja, ich glaube, wir haben mal so einen Boss. Oh mein Gott, hab ich hier viel Schaden gemacht. Ich bin noch nicht bereit. Du kannst schon sehen, wo diese komischen Blasen sind. Kommen in so komische Geisterform kommen die. Mal drauf, mal drauf, mal drauf. So, Alter, wie viel Schaden habe ich gerade gemacht? Okay. Abschlussbelohnungen. Ach, toller Aspekt freigestellt mit Codex der Macht. So, ein legendärer Ring, der ist wahrscheinlich wieder schlechter als was ich habe. Nein, ausnahmsweise nicht. Widerstand gegen alle Schadensarten, gegen Kälte. Ja, ja, und ein Boss damit treffe. Ja, kann man machen. So. Und dann können wir wieder einen Aspekt hier hochleveln. Aber ich kann den alten gar nicht hier hochleveln. Das war geil. Ja. Cool. Oh mein fucking Gott! What? Schwerer Geist bekommen würde ich nicht. Ich habe ein Amulett bekommen, das erhöht meine Skelettmagier um 3. Dann nimm das. Fucking hell, leck mich fett! Ich habe auch ein paar goldene, seltene Sachen. Ein seltener Gegenstand, der ist golden, der ist astreif. Wenn du mein Inventar sehen könntest, ne? Warum hab ich hier seltene Ringe bekommen? Was zum Teufel?